Die AVM Smart Home Lösung punktet mit Dezentralität und dass ich keine Hersteller-Cloud brauche und keinen Account brauche, um mein Smart Home in Betrieb zu nehmen. Außerdem ist keine zusätzliche Basisstation notwendig, denn die Fritzbox habe ich ja schon, die unterstützt auch DECT und die Geräte, die ich anschließen kann, die müssen halt auch DECT unterstützen. Damit sind wir aber auch schon beim Nachteil, denn die Geräteauswahl, die DECT unterstützen, die ist sehr beschränkt aktuell. Zum Beispiel wird man keine Lampe mit dem kleinen E14-Sockel finden und könnte dann sein Smart Home gar nicht komplett ausstatten. AVM hat jetzt aber eine Lösung bereitgestellt, nämlich das Fritz Smart Gateway. Das unterstützt sowohl DECT als auch den Standard Zigbee. Wer Zigbee noch nicht kennt, das ist ein herstellerübergreifender Standard, der zum Beispiel von Philips Hue oder IKEA Drahtfree genutzt wird. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann jetzt mit meiner Fritzbox Philips Hue und IKEA Drahtfree Produkte nutzen. Und auch von ganz vielen anderen Herstellern, einfach mal bei dem Händler eures Vertrauens Zigbee als Suchwort eingeben, dann werdet ihr da schon ein bisschen was finden oder ihr nutzt meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Das Ganze hat aber aktuell noch ein Problem, denn laut AVM werden aktuell nur Leuchten und Stecker unterstützt. Ich habe zum Beispiel in meinem Setup noch Bewegungsmelder, Thermostate und Fensterkontakte und die gehen angeblich nicht. Und ob das wirklich stimmt oder ob einfach AVM die Kompatibilität noch nicht getestet hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Die Grundidee, dass ich mein DECT Smart Home jetzt noch über Zigbee erweitern kann, ist ziemlich clever. So kann ich also nicht nur die AVM-Geräte nutzen, sondern kann auch von Gigaset zum Beispiel die DECT-Geräte nutzen. Gut, das konnte ich ohnehin schon mit einer DECT-Fritzbox. Aber jetzt kann ich ein komplett neues Ökosystem erschließen. Zumindest in der Theorie. Denn AVM hat eine Kompatibilitätsliste veröffentlicht und die sieht ein bisschen mau aus. Auf den ersten Blick ist die gar nicht so klein. Wenn man aber weiß, wie viele Zigbee-Geräte es gibt, ja dann ist sie ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Das Schöne bei Zigbee ist eigentlich, dass es Geräteklassen gibt und die können bestimmte Eigenschaften haben. Also zum Beispiel kann ich eine Lampe haben und die kann eine Farbtemperatur haben und die kann eine Helligkeit haben und die kann einen Schaltzustand an- oder aus haben. Wenn man diese rudimentären Funktionen erstmal implementiert hat, dann sind in der Regel viele Zigbee-Geräte schon kompatibel, ohne dass man jetzt auf genau diese eine Lampe irgendwas zuschneiden muss. Und für mich als Laien sieht es ein bisschen so aus, als hätte AVM das aktuell noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass sie das tun, aber bei meinem Test hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass ich meine Lidl RGB-LED zwar dimmen konnte, die Farbtemperatur bzw. die Farbe des Lichts konnte ich nicht einstellen. Die Lampe unterstützt das natürlich. In meiner Home Assistant App kann ich das problemlos tun. Das heißt, wenn ich mir jetzt also eine Lampe kaufen möchte und die soll möglichst natürlich kompatibel sein, dann bin ich beschränkt auf die Liste von AVM, auf die Kompatibilitätsliste. Vermutlich wird die in den nächsten Monaten auch noch gehörig anwachsen, aber aktuell ist es halt nun mal so, dass es diese Liste gibt und ich beschränkt bin darauf, was darauf steht. Tatsächlich habe ich zum Beispiel bei den Steckdosen zwei Geräte erwischt, die da auch auf der Liste stehen und die haben auch funktioniert. Zum Beispiel der Silvercrest Zwischenstecker, also im Prinzip ein Lidl-Stecker, den konnte ich ein- und ausschalten. Und das gleiche ging dann für den IKEA-Zwischenstecker, auch den konnte ich ein- und ausschalten. Ich habe dem Support schon mal gemeldet, dass die Lampe eben nicht gut funktioniert und hoffe, dass das jetzt behoben wird. Positiv hervorzuheben wiederum ist, dass von IKEA ziemlich viele Produkte auf der Kompatibilitätsliste stehen und ich jetzt wirklich günstig mein Smart Home damit einrichten kann. Bei meinem Test habe ich aber auch gemerkt, was halt alles nicht funktioniert hat. Zum Beispiel konnte ich meinen Aquara-Bewegungsmelder gar nicht erst koppeln. Wundert jetzt auch nicht, der steht auch nicht auf der Kompatibilitätsliste und aktuell werden scheinbar nur Lampen und Steckdosen unterstützt von AVM. Von daher, ja gut, das kann man vorher wissen, aber trotzdem finde ich es halt ein bisschen schade, denn das sind ganze Geräteklassen, die hier nicht unterstützt werden, obwohl die natürlich auch alles Zigbee sprechen. Schade wiederum fand ich auch,
dass von IKEA die Schalter nicht unterstützt werden. Die sind nämlich wirklich super günstig und im Vergleich zu den AVM-Schaltern, ja, hätte man dann eine richtige Ersparnis gehabt. Am Ende möchte ich euch noch meine Meinung dazu sagen. Wer jetzt neu in Smart Home einsteigt und noch keine Geräte hat, der kann sich jetzt natürlich an den Geräten von AVM orientieren. Für den ist das nicht ganz so schlimm. Wer aber jetzt schon Geräte hat und möchte umsteigen auf AVM und dieses Smart Gateway nutzen, der guckt ein bisschen in die Röhre, denn wahrscheinlich werden nicht alle Geräte hier auf der Liste stehen. Zudem finde ich es halt sehr schade, dass jetzt nur Steckdosen und Beleuchtung unterstützt wird. Gerade sowas wie ein Bewegungsmelder hätte halt nochmal dieses Smart Home komplett gemacht. Es gibt ja auch noch sowas wie Türkontakte zum Beispiel in der Zigbee-Welt. Ja, die gibt es auch bei Dect, ich weiß, aber die Preise, die sprechen bei Zigbee einfach für sich. Wie immer bei AVM ist die Einrichtung relativ simpel und da kann man ein großes Plus dahinter machen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine LAN-Verbindung genutzt für das Gerät. Ich musste also nur einen LAN-Stecker zwischen meine Fritzbox und diesem Smart Gateway stecken und habe einmal diese beiden Connect-Tasten gedrückt und damit ist das ins Mesh integriert. Und er hat zum Beispiel auch sofort meine bestehenden Deckgeräte erkannt. Das Koppeln neuer Geräte ist genauso simpel, man drückt halt die Connect-Taste und dann ist er im Kopplungsmodus. Ja, immer einfach bei AVM. Wenn es halt Updates gibt oder neue Geräte unterstützt werden, dann werde ich euch darüber hier auf diesem Kanal informieren. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst.